Hallo Leute, wir starten heute unser Let's Play Together Minecraft. Mein Name ist ZKKF The Gamer oder ZKKF und XCraftX. XCraftX, genau. Und ja, wir sind hier direkt neben dem NPC-Dorf gespawnt, sehe ich gerade. Richtig nice. Dann werden wir da jetzt mal hingehen. Genau, jetzt können wir die ganzen langnasigen etwas hoch. Lag Attack. Hörst du auf zu lecken? Ach nö, was ist denn jetzt los? Ganzen langhaarigen etwas töten. Jetzt bin ich vom Leck unterbrochen worden. Ja, ist eigentlich ziemlich annehmbar. Ach, setzt du dein Kopfhörer wieder auf, weil man hört mich irgendwie im Hintergrund. Ha, und hier gleich mal einen fetten Lichtbug gefunden. Warum leckt denn das jetzt so? Was soll denn das jetzt? So wieder Probleme, du dumme Festplatte. Huch, jetzt ist er wieder weg. Sag mal was. Hallo, hallo. Ja, toll, jetzt bist du leise geworden. Ich stelle mir jetzt mal meine allgemeine Lautstärke auf voll. Meine Systemlautstärke. Jetzt sag noch mal was. Ja, hallo. Nee, du bist zu leise jetzt auf einmal. Ist irgendwas wieder in Skype oder so? Hat sich da wieder was umgestellt? Ja, fängt ja schon mal gut an, Let's Play Together, fängt ja schon mal ganz gut an. Mit Lags und Lichtbugs und... dass mein Partner jetzt hier nicht zu hören ist. Und ich würde sagen, ich reiße jetzt hier gleich mal die Hütte ab. Weil die braucht eh keine mehr, kein Mensch hier. So, jetzt ist zumindest wieder die Framerate in... ja, gerade wenn ich was sag, ist ja natürlich. Mann, Optifine, was hast du denn heute? So, dann würde ich sagen, wir machen erstmal eine Crafting-Bank. Oder haben wir hier doch eine? Ja, hier ist eine. Hier, guck mal, hier ist eine. Diese dummen Lags jetzt auf einmal, was ist denn jetzt los? Mann, hörst du jetzt wohl auf zu laggen? Ich glaube, ich spinne. Dann mache ich mir jetzt auch nur mal eine Holzspitzhacke und baue ein bisschen Stein ab. Hörst du jetzt bitte auf zu lecken, ey? Ich glaube, ich spinne. Gott, hier sind jede Menge NPCs. Ja, das sind nicht viele. Ich meine, hier unten in der Schlucht, wo ich jetzt gerade rein bin, müssen wir auch irgendwann mal zuschütten. Scherben bringen Glück. Aber nicht für den, der sie macht. So, erstmal ein bisschen Kobble sammeln. Kobble.
das ganze Dorf können wir erstmal irgendwie abreißen und neu aufbauen. Weil das eine Haus sitzt ewig tief unten und... Oh, die Sonne geht schon unter. Und das andere ist so weit oben. Ja, könnten wir eigentlich machen. Sind sich die ganzen NPCs hier drin versammeln? Die machen wir jetzt alle mal. Krack. Geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. Mann, lass mich durch. Mann, was ist denn heute mit der dummen Framerate los? Das ist doch jetzt... Gibt's doch jetzt gar nicht. Ich glaube, ich spinne. Ich habe doch jetzt extra die Festplatte leer gemacht. Jetzt hör doch auf zu laggen. Details. Stelle ich halt eben alles mal auf schnell. So, ist jetzt besser. Ist jetzt zufrieden. Dankeschön. Ach ja, ich wollte mir eine Crafting Bank suchen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Eine Crafting Bank ist in so einem Häuschen drin. Uah, Creeper! Nee, jetzt fängt das schon wieder an. Ja, warum er jetzt sagt schon wieder, wir haben nämlich vorher ein bisschen gespielt, jetzt nicht hier auf dem Server, sondern... Und ich habe natürlich kein Schwert, deswegen logge ich den blöden Arsch jetzt einfach mal weg. Achso, Arsch darf man nicht sagen. Was zur Hölle? So. Und ich glaube es nicht. Ich habe eine Kiste gefunden. Beim Schmied, ne? Ja, da ist Eisen drin. Und dann verputze ich erstmal was. Der Fuck, was klopft denn hier so? Das ist der Zombie. Ach ja, richtig, das ist ja neu in der 2.3. Aber da wir nur auf der normalen Schwierigkeit spielen, hauen die uns nicht die Dinge zusammen, die Türen. Mann, hörst du jetzt auf zu lecken? Dann stelle ich es eben wieder zurück. Mann, sonst läuft die Scheiße doch auch immer. Boah, was war denn das jetzt? Mann, kann man denn hier nicht mal in 5 Minuten in Ruhe seine Einstellungen durchgehen? Geh einfach ins Haus rein. Ja, mach ich auch. Alter, die Zombies drehen ja total Akku. Ey, hier ist auch eine Werkbank jetzt endlich. Ach, dann stelle ich eben die Einstellungen wieder auf zurück. Wolken schnell. Oder ich stelle es einfach mal auf Standard. Ja, ich baue uns mal schnell ein paar Schwerter, weil sonst... Boah, ey... einem rumfahren der Zombie. Ich habe ein Eisenschwert gemacht. Ja, Mann, ich bin tot. Huch. Ja, den Spawnpunkt sollten wir dann auch mal versetzen. So, ich glaube, den versetzt sich ja mit dem Bett. Ach, Mann, ich hasse die Nächte. Ich hasse sie einfach nur. Reaper sind verfuckt, finde ich jetzt. Ja, und das ist die Kloppe hier für die, an den Türen, das ist hier schon die Zeit, wo ich jetzt geschafft. Ah, ist denn jetzt hier die Ruhe?
und tollen Skelett. Ich, oh Gott, ich könnte schon wieder an die Wand gehen, an die Decke gehen. Jetzt. Meine Güte, ist doch schlimm hier. Ja, die Schlucht hier werden wir auch mal zuschütten. Ihr braucht jetzt auch keine Angst haben, meine lieben Zuschauer, dass wir hier nichts bauen. Also wir werden schon garantiert etwas bauen. Wir müssen erstmal die Zombies bekämpfen. Ja, jetzt müssen wir erstmal Zombies bekämpfen. Das hier rollt da. Kloppen wir hier schon wieder. Jetzt. Schlag dir den Schädel ein. Dann würde ich mal sagen, wir machen diese hässlichen NPCs mal weg. Ob weg da. Mann, sind hier wirklich alles noch so verbuggt. Die ganzen Mobs sind noch so verbuggt. Bis auf Spinnen, die sind nie verbuggt. Ja, das stimmt. Creepers sind auch verbuggt. Die explodieren, obwohl man ihnen überhaupt nicht zu nahe kommt. Das ist ein Brunnen wahrscheinlich. Ah, ja. Kannst du das Ding mal hier wegmachen? Du hast wieder Spitzhacke. Kein Thema. Huch. Aber hier kann man sich auch keine 5 Sekunden umdrehen, oder? Ja, und obwohl man den Creeper hier die Hucke vollhaut, explodiert er trotzdem noch. Ich glaube, mit einem Steinschwert braucht er, glaube ich, 4 Schläge oder so. Mann, was... Alter, dieses Rumgelege, das nervt jetzt gerade extrem. Ich habe doch gestern erst meine Festplatte defragmentiert. Mann... Wenn es jetzt nicht besser wird, dann muss ich unbedingt mal die Aufnahme unterbrechen und mal jetzt meine Festplatte überprüfen, was da los ist. Ich habe doch alles gelöscht. Ich habe doch alles... Ja toll, noch ein Creeper. Oh Gott, oh Gott. Ich verstecke mich jetzt im Haus und warte, bis es Tag wird. So. So. In der Zwischenzeit kann ich jetzt mal... Warum ihr Minecraft hier so rumleckt? Ja, gerade nicht, ne? Ach du Scheiße. Pass auf, Creeper. 2 Creeper hinter dir. So, du warst schon. Ja, und da habt ihr es gerade gesehen. Der Creeper explodiert, obwohl 2 Blöcke dazwischen waren. Es reicht schon alleine, wenn man ihn angreift. Ich weiß nicht, soll das in der 1.2 so sein, oder? Nee, es ist wirklich extrem nervig und buggig und was weiß ich. Vor allem habe ich jetzt noch ein größeres Loch hier drin und das Haus ist auch kaputt, ja. Ach man, es fängt ja schon mal gut an. Was
gleich mal Haus in die Luft gesprengt. Minecraft leckt rum. Ja, es fängt gut an. Die Krönung ist dann natürlich, dass wie beim letzten Mal wieder Audacity abstürzt und mal so eine Stunde wieder gelöscht ist von meiner Stimme. Ja. Was könnten wir denn hier für Häuser bauen? Wir könnten irgendeine Verteidigungsanlage gegen Creeper bauen und gegen sonstiges Gedünse. Ja. So, anscheinend hat sich jetzt halt die Framerate wieder beruhigt, ist jetzt ein bisschen stabiler wieder. Guck mal, da unten ist ein Creeper. Ja, da unten kann er jetzt auch vorerst mal bleiben. Da unten ist auch einer. Ich könnte mir jetzt schon einen Bogen craften, aber wir haben noch keine Sachen dafür. Doch, ich habe Seil und ich kann mehr machen. Ah, okay, das wär nicht schlecht. Inzwischen können wir mal schauen, welche Häuser wir behalten wollen und welche nicht. Also die Kirche würde ich mal sagen, die behalten wir und den Schmied auch. Wie macht man doch mal Bogen? Den Bogen macht man. Ach, hab ich schon. Ach, der hat schon. Oh, das hier ist schön groß, das Haus. Ich glaube, das hier wird mein Haus werden hier. Oh. Mann, hörst du jetzt bitte auf zu lecken? Hörst du jetzt bitte auf damit? Also, das ist jetzt wirklich gerade schlimm. Ja, toll, Speicher ist doch genug frei jetzt. Meine Güte, was soll denn das? Das liegt garantiert wieder an meiner Festplatte. Also wenn es jetzt noch schlimmer wird, dann werde ich die Aufnahme kurz unterbrechen und mal danach schauen, was da los ist. Weil gestern hat es auch einwandfrei geklappt. Nur gestern ist dann dummerweise Audacity abgeschmiert und ja, eine ganze Stunde war von meiner Stimme gelöscht. Das heißt, man hätte nur ihn gehört. Ah, kannst du nicht explodieren, du dummes... Ja, Creeper Ding. So, jetzt müsst ihr alle mal dran glauben. Und tschüss. Und ja, dann wäre eben eine ganze Stunde weg gewesen von meiner Stimme. Dann werdet ihr nur ihn gehört und das hätte irgendwie auch keinen Sinn ergeben, weil dann keiner verstanden hätte, über was wir reden. Und da haben wir uns jetzt zu entschlossen, wir fangen nochmal neu an, was auch ganz gut war, denn jetzt sind wir eben hier neben dem NPC-Dorf gespawnt. Und ja, ich habe mal alles von meiner Festplatte runtergelöscht, von meiner zweiten internen. Wird das hier dein Haus? Ja, das wollte ich eigentlich. Mann, was ist denn jetzt hier wieder verpackt? Okay, dann will ich mit anderes. Werde ich sowieso erstmal abreißen und wieder aufbauen können, weil das Dach ist auf Bodenebene. Ja. Muss man, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Hier haben wir einen Brunnen. Da könnten wir die Küche reinmachen, oder? Ja. Die kleinen Hütten hier, die werden wir mal abreißen. Hier ist noch ein leeres Haus. Sieht aus wie die Küche. Und hier ist noch ein leeres Haus. Ist eigentlich schön groß, das NPC-Dorf. Haben wir wirklich jetzt gut erwischt. Ich glaube, die Kirche wird mein Haus. Den Schmied lassen wir auch. Da werden wir dann mal ein bisschen umbauen. Achso, da habe ich ja schon reingeguckt in die Kiste. Ja, ist jetzt am Anfang vielleicht noch ein bisschen planlos jetzt mein Rumgerenne hier, aber ja, eigentlich suche ich jetzt mehr nach einem Ding, was ich jetzt machen soll. Ja, ich mach die Küche zu meinem Haus. Oh, verdammt.
runtergefahren. Ich mache mir jetzt hier gerade ein bisschen Gedanken wegen der Framerate. Ist vielleicht auch ein Grund, warum ich jetzt hier so sinnlos rumrenne, weil ich jetzt halt einfach die Framerate hauptsächlich im Auge behalte, weil ich jetzt nicht will, dass es hier rumleckt. Was es aber kräftig macht. Oh Gott, nochmal. Was soll ich denn noch umstellen? Was denn? Was willst du denn noch? Geteilt ist alles auf Standard. Animation, Sichtweite weit, Leistung, Höchstleistung, Gehbewegung, erweitertes. Soll ich das mal noch auf schnell machen? Ja toll, jetzt habe ich ja noch weniger. Wolken an, Wolken aus. Ach man, immer dieser Ärger mit dieser Technik. Ich reiße mal dieses Haus hier ab. Ah, ich habe ja eine Eisenspitzhacke. Aber kein Beil. Diese ganzen kleinen hässlichen. Vielleicht nehme ich mir auch ein anderes Haus, ich weiß nicht. Obwohl, das war schön groß. Ich finde es jetzt extrem kacke, dass das Haus hier so auf Bodenhöhe ist. Dass das Dach auf Bodenhöhe ist. Das ist wirklich jetzt irgendwie total sinnlos. Also was ich da der liebe Notch bei gedacht hat bei der Generierung. Ich weiß nicht. Und so verhungern bin ich auch wieder. Das verrottete Fleisch bringt auch nicht wirklich was. Ach ja, ach ja. Crafting Bank. Nein. Menü. Ach hier. So. Eisenspitzhacke, dann Steinschaufel und eine Steinaxt. Steinschwert. So, dann habe ich schon mal hier mein Standardinventar wieder mal. Meine Standardausrüstung. Wirst du jetzt auf zu lecken? Meine Güte, ist ja jetzt schlimm. Gott. So. So. Und schauen wir mal hier. Ja. Das noch weg.
und es wird wieder Nacht. Gleich kommen die netten Creeper wieder raus und springen. Ey, genau, ich könnte eigentlich einen Creeper in diese Hütte da locken und da sind die Hütte in die Luft springen. Da muss ich sie jetzt nicht abbauen. Ja, so geht's natürlich auch. Obwohl das ganze Holz, das würde ich doch lieber liebend gern einsammeln. Das muss man ja nicht so verschwenden. Wenn ich nicht gleich was zu essen bekomme, dann werde ich wieder sterben. Ich habe was zu essen. Außer verrottetes Fleisch. Ja, habe ich. Okay. Hier ein Brot und da zwei Äpfel, das sollte fürs Erste reichen. Ja, stimmt, wir haben ja hier kostenlose Getreidefelder bekommen. Mann, jetzt stürzt mir die Framerate schon wieder ab. Hau mal her. Ja? Hau mal her. Sollte fürs Erste reichen. Jupp, einen halben Ding fehlt noch, da brauche ich mir noch schnell ein Brot. Jawohl, ich baue mir ein Brot, wohlgemerkt. Baue ich mir nämlich auf der Werkbank. So, ja. Das seid ihr sprachlos, ne? So, und da mich dieses Rumgelege jetzt hier aufregt, werde ich jetzt mal die Aufnahme kurz beenden und jetzt einfach mal schauen, was das blöde Fraps für Probleme hat. Und dazu begebe ich mich jetzt mal in Sicherheit in ein Haus. Dass ich keinen Creeper oder irgendetwas auslöse. Tür zu. So. Ja, dann würde ich mal sagen, bis gleich, Leute.